Hallo und herzlich willkommen, Christian Freiesleben, Fachhochschule St. Pölten von der Abteilung Skill für im Zentrum Hochschuldidaktik. Und das ist noch immer ein Schatz, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich bin ja hier. Hallo, herzlich willkommen, Christian Freiesleben, Fachhochschule St. Pölten, zuständig für Hochschuldidaktik. Und gibt es das auch? Hallo, Christian Freiesleben, Fachhochschule St. Pölten, zuständig für Hochschuldidaktik, E-Learning und mitverantwortlich für die Planung und Umsetzung des Tag der Lehre, der in rasendem Tempo auf uns zukommt und für den es gilt, sich jetzt sofort anzumelden. Kostenlose Teilnahme. Und wir haben eine unserer wunderbaren Beitragenden hier bei uns. Und Tina, bitte stell dich vor. Ja, wunderschönen guten Morgen. Tina Gruber-Mücke ist der Name. Ich bin Professorin für Entrepreneurship an der IMC-Fachhochschule Krems und war davor an der Donau-Universität Krems tätig und habe da das Zentrum für bildungstechnologische Forschung geleitet. Und freue mich sehr, dass unser Beitrag, den ich gemeinsam mit Andrea Schlager verfasst habe, sie ist von der Donau-Universität Department Interaktive Medien und Bildungstechnologien, angenommen wurde für den Tag der Lehre. Und unser zentrales Thema wird sein, E-Design Thinking, also Kreativität in die Lehre einzubringen. Und das strukturiert. Wunderbar. Schwerpunktthema des Tag der Lehre ist projektbasiertes, problembasiertes Lernen. Und uns interessiert, wie könnte ich dazu beitragen, dass das garantiert nicht funktioniert? Ich denke, gerade das Fachhochschulsetting ist ein spannendes. Wir haben ja den Vorteil, dass unsere Gruppengrößen überschaubar sind. Das beginnt teilweise in einem Masterprogramm bei 10 bis 15 Personen. Bei einem Bachelorprogramm sind wir da etwas höher gelegen, aber wir haben nicht so diese Herausforderung, vor 300 bis 400 Personen problembasiertes Lernen zu diskutieren und zu theoretisieren, sondern wir können das auch praktisch umsetzen. Also für mich zentrale Faktoren sind Gruppengröße. Das verhindert oft problembasiertes Lernen und gleichzeitig auch das Thema, worum es gehen wird. Also wenn ich zum Beispiel meinen Fachbereich Entrepreneurship ansehe, da kann man sehr gut über Unternehmensgründung in der Theorie sprechen, aber wenn es dann darum geht, Dinge umzusetzen, dann ist gerade dieses problembasierte Lernen ja zentral, denn ich habe genau mein Problem, meine Idee, die ich umsetzen und realisieren möchte. Und das möglichst rasch. Konkretes Beispiel, wir hatten letztes Jahr an der IMC-Fachhochschule Krems gibt es ein Format, das heißt Founders Lab. Im Founders Lab werden Ideen entwickelt und konkrete Probleme gelöst. Das Siegerteam aus dem Founders Lab letzten Jahres hatte die Idee, eine App zu entwickeln, wo Garantien abgespeichert werden können. Also ein klassisches Problem von Kunden. Ja. Und das Gründungsproblem war, daraus ein erfolgreiches Unternehmen zu machen. Sie sind mittlerweile ein Gründungsteam aus mehreren Personen und sie waren mittlerweile auch in einem internationalen Gründungswettbewerb an der Universität Berkeley und haben dort gewonnen. Also so wirklich so dieses Idee-Problem zur Gründungsidee zu machen und daraus ein Unternehmen zu starten. Das ist für mich so ein Musterbeispiel für problembasiertes Lernen. Lernen auch Trial and Error. Ja, wunderbar. Jetzt hast du es super hingebracht, dass du meine zweite Frage gleich in deine Antwort hineingebracht gebaut hast. Nämlich, ich hätte nämlich gefragt, wie macht man es richtig? Und das hast du uns auch gleich gesagt. Womit wir gleich dazu übergehen können, dass du uns erzählst, was erwartet ein Teilnehmer am Tag der Lehre bei eurem Beitrag? Ja, ich denke mal, es gibt noch viele andere Beispiele für problembasiertes Lernen. Das war jetzt ein Beispiel aus dem Gründungsbereich, wo man sieht, Studierende haben einfach eine gute Idee und möchten diese erfolgreich umsetzen. Wenn man jetzt an andere Settings denkt, zum Beispiel den Bereich der Organisationsentwicklung, dann geht es auch oft um das Thema, wie bringe ich eine Innovation ins Unternehmen, wie mache ich aus einem Projekt eine gute Idee. Und für das Lehrsetting dazu haben wir uns das Thema E-Design Thinking herausgegriffen. Und E-Design Thinking ist etwas, das klassisch entstanden ist in den 1980er Jahren in San Francisco, wo es darum gegangen ist, innovative Ideen, vor allem technische Ideen, umzusetzen. Und wir haben uns das Thema aufgegriffen und haben geschaut, okay, Design Thinking ist in aller Munde, ist ein Top-Thema auch im Bereich Entrepreneurship. Die Frage ist, wie mache ich es sozusagen also elektronisch. Und wir haben uns dieses Thema intensiv angesehen und sind im Wesentlichen auf drei große Lösungen gekommen. Ich glaube, der Klassiker ist, man besucht ein MOOC und konsumiert elektronische Inhalte. Und die Herausforderung ist aber dann, im Rahmen eines MOOC sozusagen auch parallel dazu ein Design Thinking Projekt zu starten. Man könnte zum Beispiel starten mit einer Design Challenge. Und diese Design Challenge läuft über einen bestimmten Zeitraum und regelmäßig dazwischen finden Interaktionen statt. Wie kann ich quasi meinen Projektfortschritt dokumentieren, diskutieren mit Kollegen? Gibt es zum Beispiel einige Modelle schon aus Amerika? NovoEd ist ja da vorrangig unterwegs im Bereich Feedback geben während einem MOOC.
Die zweite Variante wäre ganz klassisch, auch für das Österreichische auch anwendbar im Fachhochschulsetting. Wir nehmen kein offenes System wie ein MOOC, sondern wir nehmen ein geschlossenes Lernmanagementsystem, beispielsweise Moodle. Dort kommt genauso die Design Challenge rein. Das heißt, habe ich schon gesprochen von diesen Gruppen, diesen großen Gruppen. Die werden dann jetzt zum Beispiel reduziert auf ein Lehrsetting im Umfang von 30 bis 40 Personen. Wir starten mit der Design Challenge, bilden die Gruppen, möglichst heterogene Teams, und dementsprechend werden die auch über den Design Thinking Prozess, der beginnt mit Observe und Beobachten, zu begleiten und dementsprechend auch das Steuern. Und das Dritte ist auch ganz spannend, dass man sich überlegt, okay, wie könnte jetzt praktisch Design Thinking als Blended Learning Variante gestaltet sein? Man beginnt zum Beispiel mit einem Briefing, ohne dass die Präsenzphase stattgefunden hat. Dort findet das Briefing online statt über die Design Challenge. Dann beginnt schon diese Vorbereitungsphase, Beobachtungs- und zum Beispiel auch Interviewphase, und erst dann findet die Präsenzphase statt, wo man intensiv an der Entwicklung der Ideen, am Design des Prototypen arbeitet, und dann geht es wieder raus in die Nachphase, wo die Teilnehmenden individuell in Gruppen an ihren Ideenlösungen arbeiten und diese Ergebnisse dann wieder präsentieren. Das wäre so eine Mischform. Ja. Das waren so die drei Settings. Ja. Klingt für mich nach einem sehr, sehr praxisnahen Beitrag, wo man auch Dinge ausprobieren wird können am Tag der Lehre. Stimmt dieser Eindruck? Ausprobieren auf jeden Fall. Also man kann sich anschauen, was wäre als Design Thinking Challenge geeignet. Ich habe im vergangenen Wintersemester zwei Design Thinking Challenges der Firma OpenIDEO genommen. Und zwar waren das ganz klassische Settings. Das eine war die Frage, wie gehen wir mit der Betreuung älterer Menschen um? Das ist vor allem das Thema Alzheimer, das da im Zentrum stand. Das heißt, die Studierenden hatten die Aufgabe, eine Prototypenlösung zu entwickeln und auch über Beobachten, Interviewen, Konzeptionieren und dann auch mit Betroffenen sprechen, diese Lösungen zu entwickeln. Und das zweite war auch ein sehr spannendes Thema, weil das war erstes Semester Bachelor. Wie gestalte ich den Arbeitsplatz der Zukunft? Etwas, das in aller Munde ist, immer mehr das Thema Homeoffice, mobiles Arbeiten, aber so dieses Design Challenge von OpenIDEO war The Workplace of the Future und wie kann dieser aussehen? Und das war total interessant, weil es natürlich sehr viel mit Beobachtung zu tun hat. Wir denken an offene Arbeitsplätze, wir denken an mobiles Arbeiten, wir denken an Raumgestaltung, offene Räume auch in FHs, die ja oft auch Vorreiter sind im Bereich Arbeitsplatzgestaltung, auch für Studierende. Also das war sehr interessant, was da rausgekommen ist. Auch die Beobachtungsphase spannend. Zum Beispiel, es wurden Interviews und Berichte zum Beispiel von Facebook, von Apple, von Google durchgelesen. Da gibt es ja auch so Internetbewertungen von Arbeitsplätzen. Und es ist ganz massiv in diese Beobachtungsphase reingeflossen. Das heißt, auch während unserem Beitrag werden wir auf solche Themen, aktuelle Themen sind es ja, eingehen und schauen, was verändert sich, was beobachtet man, was kann man daraus ableiten und gibt es vielleicht so einen Prototypen als Lösung, den man dann testen kann. Wunderbar, dann freuen wir uns auf diesen hochspannenden Beitrag und wer das noch nicht getan hat, anmelden für den Tag der Lehre.